Mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einem weiteren Video, Angezockt-Video. Heute mit Outlaws, ein Survival-Multiplayer-Spiel quasi. Und ja, es kam dieses Jahr raus am 12. März 2019 und hatte anfangs eher mäßige, ausgeglichene Kritiken. Später haben sie wohl ein bisschen nachgepatcht. Denn zurzeit sind die Kritiken eher größtenteils positiv. Laut Steam kann man sich aber auch nicht mal drauf verlassen. Es ist ein Survival-Spiel. Ich mag Survival-Spiel. Western bin ich nicht so drin. Ich hatte vorher schon mal einen Charakter erstellt. Das machen wir aber mal nochmal alles. Ihr sollt ja sehen, was ich da mache. PvE, Private. Revolverhelden. PvE. Machen wir einfach mal. So, wie gesagt, ich habe es nur kurz gespielt. Man fängt quasi im Schlüpper an, in diesem Wildwest-Schlüpper. Naja, Schlüpper ist es nicht, so ein Anzug, so ein, ja, keine Ahnung, Baby-Strampler oder so. Fische gibt's auch, Enten, cool. Habe ich noch nicht gesehen. Ja, Wartezeiten. So, wir heißen Heinrich, Middle Name, keine Ahnung, der Löwe. So, Gender, ganz klar, Heinrich ist ein Kerl, Haare, hier, die sehen assi aus, den nimmer. Oh ja, hier, so einen tollen Bart hier, yeah. Skin Color. Oh, komm, wir sind blass. Hair Color. Da ranzoomen. Zoom in. Ah, der Bart färbt sich gleich mit. Das ist gut. Na komm, wir sind ein alter Sack. Ja, in weiß. Ein alter Sack in weiß. Ja. Mehr kann man wirklich nicht einstellen. Augen könnte man noch machen. Ich finde, bei solchen Multiplayer-Sachen könnte man ruhig mal ein bisschen mehr Einstellungsmöglichkeiten machen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ich glaube, das Spiel war gar nicht fertig. Ich glaube, das Spiel war auch noch so typisch für Survival. Ich glaube, Early Access nagelt mich jetzt nicht fest. Das ist doch bestimmt... Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Early Access. Was anderes hätte ich auch nicht erwartet. Ja, also mehr vom Charakter kann man nicht erstellen. Ja, das ist cool. Es ist kein Klo. Mein Gedanke war wirklich, wir starten aus dem Dixie-Klo. Oder so ein kleines, ja. So, und da sind wir auch schon. Heidi-ho. Startpunkte scheinen unterschiedlich zu sein. Das finde ich schon mal gut. Mit E nehmen wir alles auf. Auch große Steine, das ist egal. Hinten ist eine Ziege gerade vom Himmel gefallen, oder was? Sträucher. Gut. Aber die Map scheint dieselbe zu sein. Es scheint nur eine Map zu geben. Kann ich nicht sammeln. Alles, was wir sammeln können, wird so ein bisschen farblich hervorgetan. Weil da hinten ist die Wüste und ich war weiter unten, als ich auf dem anderen Server war. Das heißt, diese komplette Map ist immer identisch. Bin ich immer ein bisschen unschön, aber naja. Oh, da hat jemand gebaut. Schauen wir uns doch mal gleich an. Der hat nämlich da gebaut, wo ich es mir auch gebaut hätte. Nämlich da am Fluss oder am See ist das da.
Ah, man kann hier nicht einfach alles kaputt hauen. Nicht ohne Werkzeug. Das wird bestimmt Eisen enthalten. Wollen wir mal gegenhauen. Ja, passiert nichts. Hier ist kaum Holz. Oh, das haben wir mal einen. Ich glaube, für eine Axt oder so braucht man ein bisschen mehr. Oh, da haben wir ein bisschen Fiber. Ich diese Meldung da oben, die geht mir gerade auf den Pisser. Nicht. Blackberry, ich glaube, Blackberry war nicht gut. Ich glaube, die gab es im anderen Computerspiel auch. Bei The Forest oder so. Ich glaube, Blackberries war nicht gut. Oh, hier geht's. Da fliegt ja was. Cool. Fangen wir mal runter. Können wir nicht einsammeln. Ja, ich sehe leider nicht, bei dieser Helpkacke da, sehe ich leider nicht, was es uns gerade gebracht hat. Also wenn hier ein anderer Spieler auf dem Server ist, ich glaube, war aber keiner, der knallt uns natürlich gleich weg. Aber so kann ich schon mal zeigen, was möglich ist, oder kann selber sehen, was möglich ist auf diesem in diesem Spiel. Weil ich habe nur die Standardsachen gemacht hier. Eine Axt mal schnell gemacht. So, was haben wir noch? Ne, jetzt finden wir wieder Holz. Inventory, dann zack. Fangen wir mal an. Zimmer und jetzt haben wir gerade kein Bäumchen. Doch da. Und das bestimmt alles zu bauen hat er. Wir waren bestimmt ein paar Bäumchen mehr. Wer weiß, vielleicht wachsen die auch wieder nach. Das wäre ja cool. Muss ja irgendwie, sonst hast du ja irgendwie ein Problem. Packen wir uns mal kurz ein bisschen Holz. Hallo? Boah, nee. Das, so viel Holz wollte ich dann aber auch nicht. Nehmen wir das. Oh, dann können wir uns Speere basteln. Machen wir mal. Bauen wir den mal ab hier. Timber! Wuhu! So. Wie lange braucht er zum Craften? Sieh zu! Wie ein Speer. Ja, eine Ziege. Hey, warum hast du mich gesehen, du Ziege? Warum bist du so schnell? Oh. Hier ist ein Lagerfeuer, cool. Ah, dann brauchen wir wahrscheinlich Holz, oder? Oh. Fuck you. Drecksvieh, wo ist mein Speer? Den holen wir uns jetzt. Nehmen wir ein paar Speere. Nehmen jetzt die Fährte auf. Oh, ein richtig großes Haus. Wo ist der kleine Drecksack? Ah, wir haben zu lange gewartet, glaube ich. Hm. Da hinten ist auch eine Hütte. Da sind auch Hütten. So richtig was los hier auf dem Server. Das ist der McCain. Oh.
Blauen tun wir nix. Ich will nur gucken. Wissen's was trinken vom Wasser. Ich will gar nicht wissen, wie lange das dauert, um sowas zu bauen. Das können wir nutzen. Cool. Sieht aber ein bisschen scheiße aus. Zumindest das, was da oben ist. Aber vielleicht kommt da ja noch was dran. Das sind ja Kamine, ne? Müsste ja theoretisch durchziehen, aber... Hm. Ja. Hat er nicht gebaut. Was können wir mal so als nächstes bauen? Federn. Ja. Brauche ich dafür noch Ropes und dafür brauchen wir Fiber. Bauen wir ein paar. Level aufgestiegen. So, jetzt brauchen wir einen Bogen. Und es wird dunkel, das ist natürlich doof. Wie es immer so ist, sie haben bestimmt schon die besten Positionen auf der Map genommen. Ich kann mir auch vorstellen, umso höher wir kommen, umso gefährlicher wird's. Nur ein Pfeil? Ne, da 4 Pfeile haben wir, okay. Ich wollte mich ducken. So. Kriegen wir diesen Arsch vielleicht? Was ist das überhaupt? Es ist weg. Egal was es war, es ist weg. Ich will immer mich auf C ducken. Das geht ja in diesem Spiel nicht. Oh, ein Pferd. Ein wildes Pferd. Sieht man, haben wir eine Map? Oh, eine Map haben wir aber. Nur im Bereich. Oh, hier wird auch angefangen zu bauen. To interact. Aha. Cool, ich kann eine Nachricht hinterlassen. Das ist natürlich cool. Schickt mit Fackeln. Überall Türen, damit keiner reinkommt. Cool. Der hat aber kein Wasser, ne? Kommt der ins Wasser? Da muss doch irgendwas bestimmt machen. Ah, warte mal. Man braucht natürlich Wasser. Man muss doch irgendwie trinken. Hm. Naja. Man kann auf jeden Fall schöne Hütten bauen. Ich wäre ja schon mal zufrieden mit einem Lagerfeuer. Das ist Saat. Erstmal mal eine Blackberry. Vielleicht kriegen wir ja Dünnpfiff. Weiß nicht, ob das möglich ist. Wie baue ich ein Lagerfeuer? War ganz doof gefragt. Fischtrap. Aha. Ah, da. Wir brauchen mehr Stone. Wir brauchen mehr Stone.
Vielleicht gibt es ja auch Bärenhöhlen und sowas. Das wäre ja auch cool. Kotten? Kann man bestimmt Kleidung draus machen. Kann man ja aus H1, Z1... Nee, warte mal. Nicht H1, Z1. 7 Days to Die. Ah, das Arschloch. Das habe ich gejagt. Drei Pfeile und lebt noch? Krieg ich die Pfeile wieder? Natürlich nicht. Kann ich die Pfeile wieder aufsammeln? Scheiße. Holz und ich will wieder Pfeile haben. Versuchen wir gleich ein paar Steine. Aber falls der Wolf nochmal kommt, dann kriegt er einen auf den Sack. Ah, warte mal, wir brauchen keine Steine suchen. Guck mal. Haben wir bestimmt hier ganz viele Steine. Nein! Gib mir die Nummer 2. Okay, die gehen nicht kaputt. Da hat sich auch einer niedergelassen. Der hat sogar eine fertige Blockhütte. Ist ja voll der King, ey. King Blockhütte. Oh, Imker. Schmiede. Oh, schick. Amerikanische Flagge, ja. Das darf nicht fehlen. Ha? Vom Beruf Bierbrauer. Ah, so ein Fischefang. Kann man das mopsen? Eine Falle? Nee, ne? Darf nur er wahrscheinlich. Gut, das wird er wahrscheinlich auch mit seinem Leben verteidigen, den kleinen See. Die dürfte man sich nicht niederlassen. Ist ja PvE hier. Hier kriegen wir Eisen und Stein. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Stein. Dann craften wir das mal. Und dann suchen wir uns auch mal eine schöne Ecke. Hinten sich da schon Schornsteine. Sehr ätzend. Überall sind sie schon. Oh, von hinten. Das gibt's ja auch, verdammt. Ihr kleinen Motherfucker. Ah, sind drei! Okay, da gehen wir nicht hin. Verfolgen wir einen. Okay, okay, okay. Boah, es nervt. Headshot. Alter, stirb doch! Willst du mich verarschen? Erstmal treffen die nicht und zweitens macht meine Waffe keinen Schaden. Das ist irgendwie doof. Ich bin weg. Ich lauf. Bis wir keine Energie mehr haben. Schade, ich habe gedacht, dass wir wenigstens einen killen können. Oh, der hat mich erwischt. 5% Leben weniger. Ach Mann, lauf. Au. Au, die schießt mir in den Arsch und das Spiel crasht. Das ist ja geil. Ihr seht die Meldung nicht. Ja, dann machen wir hier kurz einen Break und dann würde ich sagen, geht's gleich weiter, wenn ich es neu gestartet habe. Bis gleich. Ja, moin, moin. Und da ist auch schon wieder einer. Da sehen wir einen Banditen. Ah, da ist gleich einer wieder. Das heißt, irgendwie spackt hier was rum. So,
soll das so? Tut das so Not? Dann laufen wir mal weiter. Ich habe einfach mich wieder auf den Server eingeloggt. Alter, was haben die denn hier gebaut? Also die sind dann schon richtig weit. Eine Bank? Achso, die gibt es hier wirklich. Also die ist nicht gebaut oder was? Cool. Also so ein kleines Dorf, ja. Cool. Hier hat sich einer niedergelassen. Das ist dann wahrscheinlich ein Spieler. Link. Da könnte man echt so eine Ortschaft machen. Das ist ja cool. Das finde ich wirklich cool. Oder kann man vielleicht zusammen auch allgemeine Gebäude basteln? Dass man Ressourcen sammeln kann, quasi so als Gemeinschaft. We need to power up Mineshaft. Okay. Das finde ich trotzdem cool. Ich würde sagen, hier lassen wir uns nieder. Ich weiß gar nicht, ob es ein deutscher Server war. Da, den Platz lassen wir den mal. Und ich würde mich dann direkt hier neben dem... neben der Bank niederlassen. Ich liebe ja Banken. So, packen wir da mal hin. Interact. Jetzt haben wir natürlich kein... Doch, das ist... Nee, das ist eine Frucht. Verdammt, ich habe kein Fleisch oder so. Was können wir da noch craften? So, Fishing. Nee, haben wir nicht. Brauchen wir nicht. Wassertrug. Nee, am besten bauen wir uns eine kleine Hütte, würde ich sagen, ne? So ganz klein. Wie geht das? Wie geht das? Gibt es hier nicht irgendwie Wände oder muss man die Gebäude komplett bauen? Ah, hier sind ja nur Gegenstände. Wie baue ich denn normale Wände? Eine Kutsche wäre schön, ja. Da sind Sachen dabei, die kann ich auch gar nicht bauen, Junge. Storage Box. Kann mir ja wahrscheinlich auch jeder klauen, ne? Planks. Wie kriege ich denn Planks? Ach, hier gibt es so viele Sachen. Weil irgendwie muss man doch erstmal eine Kiste. Also eine Storage Box wäre okay. Aber wie baue ich denn... Also zwei Seile ist klar. Aber wie baue ich denn Planks? Ah, das ist nur ein primitiver Speer und das ist halt... Stone Speer. Wie viel Holz und so haben wir denn überhaupt noch? Und wie kann ich Sachen vielleicht aufteilen? Nee, so nicht. Gut, dann holen wir uns nochmal Holz. Das ist ja schon mehr Licht angegangen. Fleisch. Ich habe keine Pfeile mehr. Das haut schon ab. Dann geh doch zu Netto. Kackvieh. Hauen wir hier irgendwo einen Baum nieder und dann holen wir uns Stein und dann... Nein, Nummer 5. Der ist schon wieder weg. Schade.
Also auf jeden Fall cool zu sehen, dass dieser Server irgendwie wahrscheinlich noch aktiv ist, weil die Leute vielleicht hier das Spiel noch zocken. Erstmal massig Holz. Bimba. So, kann ich das hier irgendwie weiter verwursten? Wie mache ich denn Planken? Wo kann ich denn Planken machen? Das Holz irgendwie weiter veredeln oder so? Ne? Planks. Wie mache ich Planks? Also ich hoffe nicht, dass ich nicht das brauche. Hat mir nicht noch irgendwo. Salt added, das ist nicht das, was ich brauche. Auch nicht so das, was ich brauche. Ich wollte eigentlich normalen Stein haben. So, dann hoffe ich, dass wenn ich das hier baue, dass wir dann vielleicht Planken herstellen können. Wo kann ich denn jetzt aufstellen? Inventory. So. Hier ist das Lagerfeuer. Hier wollen wir ja eine kleine Hütte bauen. Wie gesagt, machen wir das erstmal. Tja, tja, tja. Wie drehen wir es denn? Aha, aha, aha. Mittlere Maustaste. Oh, soll jetzt erstmal nur funktionieren. So, denn da können wir um einiges noch mehr bauen. Ja, was ist das denn? Bretter, bessere Axtsachen, okay, aber irgendwie nicht das, was ich brauche. Storage Box. Ja, wie stelle ich denn Planken her? Hä? Oder brauche ich vielleicht eine bessere Axt? Nee, das hilft mir nicht weiter. Ich glaube, das wird nicht so einfach, wie ich es mir jetzt gedacht habe. Fireplace, Mega Fireplace. Interessiert mich aber alles nicht. A crafting station used to make planks and paper. Ah, ha. Das brauchen wir. Da brauchen wir Iron und da brauchen wir Leather. So. Wie kriege ich denn Leder? Also bestimmt indem wir Tiere jagen. So viel sei gesagt. So, dann machen wir einfach mal einen Haufen Pfeile. Und wir hauen uns mal ein paar Bärchen rein. Ja. Bringt aber nicht so viel Wasser. Wir brauchen irgendwas mit Wasser. Der Typ, der hier wohnt, der braucht doch auch irgendwo Wasser. Ah, da gibt's Wasser.
Wie trinkt man das Wasser? Einfach reingehen mit E drücken. Okay. Dass die sich alle immer ihre Seen sichern. So, jetzt haben wir getrunken und jetzt gehen wir mal jagen, weil irgendwie müssen wir ja an Leder kommen. Wir holen uns einmal hier um. Da ist ja was. Nee, ich wollte mich ducken. Zieh mal ein bisschen drüben. Das hat mich gesehen. Oder gehört. Irgendwas wird sein. Ja, war ein Treffer. Cool. Boah, wie weit rennt es denn? Tierchen, bleib stehen. Weiß gar nicht, ob ich nach Hause finde. Ah, da sind die Banditen immer noch. Also irgendwas stimmt mit den Banditen nicht. Aber bevor sie mir den Arsch wegschießen, gucken wir mal ein bisschen weiter. Kaninchen oder so würde ja schon reichen vielleicht, ja. Ah, warte mal, bevor wir... Warte mal. Logikfehler, das brauchen wir zuerst. Dann können wir nämlich daraus Leder machen. Definitiv. Und wie kriegen wir... Rawhide. Rawhide ist wahrscheinlich... Nee, das ist Pelz. Hm. Gut, ich würde trotzdem sagen, wir gehen erstmal weiter jagen. Und ich mache mal Folgendes. Ich werde jetzt einen Break machen. Ich mache eine Doppelfolge. Wir machen mal zwei Folgen angezockt. Das war jetzt Folge 1. Folge 2 wird dann die Jagd sein. Hoffentlich dann erfolgreich. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal gerne ein Like und einen Kommentar da. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.